Es kommt ja oft genug vor, Mann oder Frau möchte zum Auto einsteigen und da passiert zack, Überfall von hinten, von der Seite, bewaffnet oder teilweise auch unbewaffnet. Und was man dagegen tun kann, das zeigen wir euch heute. Ach, war das ein Tag heute wieder. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Situation, ich möchte gerade ins Auto einsteigen. Da kommt so eine Knalltüte an, überfällt mich. Was willst du von mir? Gib mir deine Kohle. Er will Kohle, okay. Kann er haben. Mit einer Hand schön hinten an die Brieftasche. Kein Problem, das ist ein Ablenkungsmanöver. Natürlich, guck mal, was ich hier habe. Klick, haha. Einmal direkt als getarnte Waffe. Ja? Bang! Einmal ins Gesicht. Noch ein zweites Mal. Da wird es auf einmal hier ganz locker hier oben. Ja? Weiter geht's. Into the groins. Zack. Reingedreht. Hier einmal am Nacken gepackt, einmal am Arm gepackt. Und jetzt geht's los. Einmal in die Nüsse. Ein zweites Mal zur Sicherheit. Aber das reicht doch nicht aus. Denn ab jetzt geht die Bestrafung los. Noch ein drittes Mal. Und zum Abschluss noch ein schönes Knie zum Gesicht. Und das war's, mir reicht's für heute. Schnauze voll. Immer diese Idioten. Ah, schön trainiert heute. Ab nach Hause. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie vorhin. Nur habe ich jetzt mal eine Tasche bei, kein Schlüssel, ich habe Keyless, da hat man keinen Autoschlüssel, da hat man nur eine Tasche, also keine Waffe zum Einsetzen. Die Tasche taugt wohl nicht eher als Waffe, ich habe da jetzt keine Kettlebells oder Hantelscheiben drin, nur Klamotten, alles klar, brauchen wir nicht. Lass die Tasche fallen, jetzt habt ihr beide Hände frei zum Arbeiten. Was willst du? Scheißkohle. Er will meine Scheißkohle, ja? Kein Problem, kannst du haben, meine Scheißkohle. Eingreifen, wieder als Ablenkungsmanöver. Und jetzt hier meine rechte Hand, ähnlich wie bei dem Schlüssel vorhin. Fingerspitzen oder flache Hand Richtung Augen. Tang, als Ablenkung. Das beschäftigt ihn. Und jetzt einmal auf die Nüsse klingen. Griff runter, Schwerpunkt tief. Hier Hüftstoß und leichten. Rausdrehen. Und jetzt hole ich mir mit dem Arm zusammen seinen Rücken. Hoch mit ihm. Na. Kontrolliert die Schulter, falls er mit dem Ellbogen hauen will. Das geht nicht, wenn ich hier die Schulter habe. Ja? Keine Chance. Hoch mit ihm. Erstmal zum Beschäftigen. Ah ja, reicht nicht aus. Er braucht noch ein bisschen mehr. Pack. Und natürlich zum Schluss. Na, aber nicht mein Auto. Da, was Besseres. Pack. Auf Wiedersehen.